Entrümpelungsziele und warum das wichtig ist und die Organisation und das Unternehmen auch freisetzen kann. Hallo, mein Name ist Christian Wozerball. Ich unterstütze Unternehmer und Führungskräfte im Textilservice mit Management-Training, neu im Textilservice 4.0 und praktischen Tipps, die man sofort umsetzen kann. Jetzt eine sehr praktische Sache. Ich habe in dieser Playlist bereits sehr viel gesprochen über Ziele setzen. Und es gibt ein Ziel, was ich noch nicht erwähnt habe, und das ist jetzt in diesem Video. Und da geht es praktisch darum, dass ein Organismus, sprich jetzt ein menschlicher Körper oder jedes Lebewesen, hat eine Funktion, wie man sich praktisch ständig entschlackt und von Gift und von alten Zellen befreit. Das heißt, der menschliche Körper ist ja nach 7 Jahren fast wieder komplett neu. Das heißt, fast jede Zelle wird erneuert über die Zeit. Und die alten Zellen sterben ab und werden ausgeschieden über verschiedene Organe, über die Haut und Niere und so weiter und so fort. Das möchte ich nicht zu sehr ausführen. So, das heißt, ständig, jede Minute wird praktisch alles, was gerade nicht gebraucht wird, wieder ausgeschieden. Beim Unternehmen, bei einer Organisation oder generell jetzt beim menschlichen Umfeld ist das nicht gegeben. Das heißt, wenn man es nicht tut, dann sammelt sich alles Mögliche an. Das heißt, das sieht man oft am Schreibtisch, das sieht man überall. Das heißt, man kennt das Phänomen zu Hause, privat, aber natürlich auch in der Wäscherei, dass sich viel eben ansammelt und dann erstickt man schon langsam. Wir haben ein interessantes Beispiel gehabt. Wir haben eben 2008 begonnen mit der Einführung von Lean Management, haben dann Workshops gemacht, unter anderem auch in einem kleinen Betrieb mit nur 10 Tonnen Tagesleistung, und der hat das auch in einem kleinen Platz gemacht. Das heißt, es war eigentlich ursprünglich einmal ein Haus, was dann nochmal erweitert wurde, aber grundsätzlich war es ein kleiner Betrieb. Und wir haben aus diesem kleinen Betrieb haben wir 2 dieser großen Schütten, also nicht diese kleinen Müllschütten, sondern diese ganz großen Müllschütten entsorgt. Es war gigantisch, was man praktisch in 3 Tagen alles praktisch entsorgen kann, was die letzten 30, 40 Jahre praktisch überall nicht entsorgt wurde. Und der Betrieb war dann nach dieser Aktion von 3 Tagen komplett anders. Und das ist einfach etwas, was ich grundsätzlich empfehlen kann. Es gibt es aber auch praktisch im Bereich der Ziele und in anderen Bereichen. Also das ist ja offensichtlich, dass man praktisch bei einer Aufräumaktion entsorgt, das ist eine schöne Sache. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo es wichtig ist. Und das ist zum Beispiel der Artikelstamm. Welche Artikel würde ich heute nicht mehr einführen, wenn ich neu mit dem Artikelstamm beginnen würde? Sind dann oft fast die Hälfte oder mehr. Kunden. Welche Kunden beliefere ich eigentlich, obwohl ich sie eigentlich nicht mehr beliefern würde, wenn ich es heute nochmal entscheiden würde. Das heißt, weiß ich nicht, der Bundeswehrauftrag, den ich irgendwann gewonnen habe und der mir eigentlich nicht in das Konzept passt und ich den ich trotzdem noch tue. Das heißt, es gibt Kunden, die eigentlich nicht ins Konzept passen. Nächster Punkt, Touren. Ob ich eine Tour vielleicht, die nicht gewinnbringend ist, sie ist zu weit, sie hat zu wenig Kunden drauf, es gibt da keine Aussicht, da jetzt die Tour voll zu bekommen. Bestellsysteme, habe ich ein Bestellsystem praktisch, das veraltet ist und nicht mehr benötigt wird, war vielleicht mal eine gute Idee oder war mal früher mal gut, aber jetzt vielleicht nicht mehr. Dann irgendwelche Ausnahmen für einzelne Kunden, das heißt, wenn ich jetzt für Kunden etwas Spezielles mache, ist das immer Arbeit. Man unterschätzt das oft dann praktisch, was das auch dann für Fehlerpotenzial ist und für Mehraufwand für die Mitarbeiter, die das tagtäglich tun müssen. Oder irgendwelche laufenden Rechnungen, die man praktisch ständig bekommt, Abos oder irgendwelche Sachen, die man praktisch einmal sich verpflichtet hat und dann praktisch ständig wieder bezahlt und nicht hinterfragt.
Das heißt, wenn man die ganzen Rechnungen, die man im Monat bekommt, einfach mal durchgeht und einfach mal sagt, die und die Punkte braucht man eigentlich nicht mehr. Die würde man heute nicht mehr machen, wenn man jetzt vor der Entscheidung stehen würde. Das Gleiche ist auch Softwareprodukte. Oft schafft man irgendeine Software an und die hat zwar einen Sinn gehabt, warum man sie angeschafft hat, aber jetzt nach ein paar Jahren ist sie praktisch nicht mehr so in Verwendung und dann sollte man sie auch abschalten. Arbeitsanweisungen oder irgendwelche nicht betriebsnotwendigen Sachen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Geräte oder Gebäude habe, praktisch die ich für den Betrieb nicht brauche, weg damit. Und das ist immer gut, wenn ich sage, ich mache einen Workshop. Das heißt, Workshop ist vielleicht hochgesprochen. Es reicht auch eine Besprechung von 2-3 Stunden mit einem netten Gläschen Wein vielleicht. Ist man noch kreativer, was man alles praktisch eliminieren kann. Und dann schreibt man einfach eine Liste praktisch von Sachen, die man nicht mehr haben möchte. Und aus dieser Liste kann man dann auch ein klares Ziel machen für einzelne Personen oder für das Unternehmen, dass man sich entrümpelt. Und das sollte man dann eben dann auch monatlich und so weiter kontrollieren, wie der Fortschritt von dieser Entrümpelungsliste ist. Und insofern ist es praktisch auch immer wichtig, und das habe ich dann auch immer dann eingeführt, dass wenn ich Ziele setze, habe ich den Mitarbeiter auch gefragt, was wollen Sie in Zukunft nicht mehr tun? Das ist ja oft auch praktisch bei Funktionsbeschreibungen von Mitarbeitern. Gute Mitarbeiter, die haben praktisch das Problem, dass sie irgendwie Aufgaben ständig anziehen. Und man gibt praktisch immer wieder Neues obendrauf und man muss aber auch abgeben. Und da ist eben wichtig auch, dass man sagt, was tue ich im nächsten Jahr nicht mehr? Und was soll vielleicht der andere tun oder was hören wir komplett auf, dass wir gar nicht mehr tun? Also das ist jetzt ein wichtiger Punkt und das gehörte eigentlich fast als erstes Video gemacht, weil das sollte man sich als erstes stellen und sollte man vielleicht auch im Zeitablauf gleich am Anfang machen, weil es setzt einfach sehr viel frei, sehr viel Energie frei, weil praktisch die alten Sachen auch sehr viel Energie und Geld auffressen. Ich muss natürlich gestehen, dass ich da jetzt nicht der Beste bin. Meine Frau hätte eigentlich das Video machen müssen, die ist da fast Benchmark. Wir hatten auch zum Beispiel eine sehr gute Assistentin, hatte ich. Die hat das auch sehr gut und sehr ernst genommen nach einer Schulung. Und dann war mal der Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt das Büro übersiedeln. Und dann hat sie gesagt, ja. Und hat ihre 4 Ordner genommen und ist mit den 4 Ordnern gegangen und ich war ganz verblüfft, weil das war wirklich ihr Büro. Das heißt, sie hat nicht viel mehr gehabt als 4 Ordner. Und das war aber auch praktisch auch, die ganzen Dateien waren extrem gut aufgeräumt. Das heißt, es geht und man kann es und es ist möglich, dass man wirklich auch sehr entschlackt lebt und arbeitet. Es ist eine Herausforderung, es ist eine gute Herausforderung und ich ermutige Sie, jetzt genau zum Jahresende diese Liste zu machen und diese dann auch im Jahr konsequent umzusetzen. Schriftlichkeit hilft ja hier auch ganz gut und wenn man die Liste mit anderen teilt und das mit anderen bespricht, dann wird es auch noch verbindlicher. Wenn dieses Video gefallen hat, dann bitte den Kanal abonnieren, das Video liken und ich werde je nachdem auch noch mal weitere Punkte zu dem Thema Ziele und Ziele setzen machen. In diesem Fall war es eher dann die systematische Müllabfuhr, was auch mit den Zielen auch gut zusammenpasst. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Bis bald.